Ich verwende Wolle mit einer Lauflänge von 135 Metern auf 50 Gramm und eine 5er Tettingnadel. Wenn wir den Faden dann aufgefädelt haben, müssen wir darauf achten, dass der Faden hier vom Anfang noch mindestens 40 cm lang ist. Und dann beginnen wir. Und zwar halten wir am Anfang die Nadel und den Faden zwischen Daumen und Mittelfinger. Dann beginnen wir mit dem ersten Doppelknoten. Und zwar geht er so, dass wir den Faden um den Daumen einmal legen und die Nadel dann von unten durch diese Schlinge führen. Dann nehmen wir den Zeigefinger und führen den Faden andersherum und gehen dann von oben nach unten durch die Schlinge. Und das ist dann unser erster Doppelknoten. Also einmal von unten und einmal von oben. Ihr könnt auch beides mal den Zeigefinger nehmen, das heißt ihn einmal so rumführen und dann von unten, dann den Zeigefinger andersrum führen und von oben in die Schlaufe. Für mich ist aber besser, den Daumen und den Zeigefinger abwechselnd zu benutzen. So, und das machen wir jetzt so oft, bis wir insgesamt 6 Doppelknoten haben. So, ich habe jetzt 6 Doppelknoten gemacht und dann kommt ein Picot. Ein Picot heißt, dass wir einfach eine kleine Lücke lassen. So, also dass wir die Schlaufe nicht ranführen, sondern eine Lücke lassen. Und dann den Rest des Doppelknotens machen. Und wenn wir das dann zusammenführen, entsteht das Picot. So, jetzt machen wir noch weitere 5 Doppelknoten. So, und jetzt werden wir eine Schlaufe machen. Das heißt, wir ziehen die Nadel durch. Und jetzt ziehen wir erstmal den einen Faden durch, den vom Anfang. Und bevor wir den Faden ganz durchziehen, werden wir die Nadel durch diese Schlaufe, die sich hier bildet, wenn wir den Faden durchziehen, also werden wir die Nadel durch diese Schlaufe führen und dann zuziehen. So entsteht eine Schlaufe. Dann drehen wir das Ganze und machen dann einen Knoten. So. Dann geht es weiter, indem wir genau das Gleiche machen. Also wir führen jetzt den nächsten Doppelknoten direkt an unsere Schlaufe. Und machen nochmal 6 Doppelknoten, ein Picot und nochmal 6 Doppelknoten. So, jetzt werden wir den Faden komplett durchziehen. Also wir werden jetzt keine Schlaufe bilden, sondern einen Bogen und können dadurch die Nadel einfach durchziehen. Ohne sie durch diese Schlaufe zu führen. So, jetzt entsteht so ein Bogen. Dann wenden wir die Arbeit wieder und machen einen Knoten. Wir machen jetzt weiter, indem wir die Arbeit so halten, dass die Öffnung nach links zeigt. Also nicht so, sondern so. Und als nächstes machen wir wieder eine Schlaufe. Diesmal machen wir aber kein Picot. Erstmal machen wir 6 Doppelknoten. Dann, anstatt ein Picot zu machen, werden wir jetzt mit der Nadel durch das Picot von der anderen Schlaufe gehen und
Da dann den Faden holen. So. Und dann geht es einfach weiter mit weiteren 6 Doppelknoten. So, und jetzt machen wir wieder eine Schlaufe. Das heißt, wir ziehen die Nadel durch. Und halten mit dem Finger quasi hier die Schlaufe und führen dann die Nadel durch die Schlaufe. Und wenn wir dann ziehen, erhalten wir eine weitere Schlaufe. So. Dann wenden wir die Arbeit und machen einen Knoten. Nach diesem Prinzip geht es jetzt immer weiter. Das heißt, wir machen immer abwechselnd einen Bogen und dann eine Schlaufe. Der Bogen besteht aus 6 Doppelknoten, einem Picot und weiteren 6 Doppelknoten. Dann kommt die Schlaufe. Da machen wir erst 6 Doppelknoten und nehmen dann den Faden durch das Picot hier auf und machen weitere 6 Doppelknoten und führen den Faden durch die Schlaufe, sodass sich kein Bogen, sondern eine Schlaufe bildet. Also, jetzt ist wieder ein Bogen dran. Das heißt, 6 Doppelknoten, ein Picot und 6 Doppelknoten. So, dann halten wir die Arbeit immer so, dass die Öffnung nach links zeigt, wenn die Schlaufe dran kommt. Und bei der Schlaufe machen wir jetzt erstmal 6 Doppelknoten. Nach den 6 Doppelknoten schieben wir das Ganze ein bisschen nach vorne an die Spitze. Und dann holen wir den Faden durch dieses Picot von hinten nach vorne. Haben jetzt also quasi diese Schlaufe auf der Nadel und machen dann weiter mit 6 Doppelknoten. So, und um eine Schlaufe zu erhalten, ziehen wir den Faden durch, aber nicht ganz, sondern ziehen dann die Nadel nochmal durch die Schlaufe. Dann wenden wir die Arbeit und machen einen Knoten. So. Jetzt geht es wieder mit einem Bogen weiter und das wiederholen wir jetzt so oft, bis wir insgesamt 6 Bögen und 6 Schlaufen haben. So, das war jetzt der 6. und letzte Bogen. Und bevor wir jetzt hier einen Knoten machen, führen wir die Nadel durch quasi über der Schlaufe hier durch einfach irgendwie so eine Lücke. Und verbinden sozusagen dann den ersten und den letzten Bogen miteinander. Und dann können wir einen Knoten machen. Oder auch einen Doppelknoten. Zum Schluss vernähen wir die Fäden noch. So, und dann ist eure Arbeit auch schon fertig. Ihr könnt natürlich auch weniger Schlaufen bzw. Bögen machen. Hier habe ich zum Beispiel nur 5 gemacht. Und je nachdem, wie dick euer Garn ist, desto groß oder klein fällt es dann aus.